Hallo und herzlich willkommen zurück zur 35. Folge unseres Let's Plays zu Mass Effect 2. In der letzten Folge haben wir mit Garrus geredet und uns die ersten Codex-Einträge wieder angeguckt. Die müssen wir uns jetzt noch die primären anhören. Haben wir schon, glaube ich, schon. Ja. Waffen-Upgrade, Normandy, Magnetüte, Rumkönnen. Human and Turian volunteers conducted a massive three-month recovery effort to clear the station's orbit of debris. Secretly, the Turian Office of Technological Reconnaissance volunteers were technology recovery specialists, salvaging the main weapon of the Geth flagship Sovereign and large amounts of its valuable Element Zero core. Contrary to popular belief, Sovereign's main gun was not a directed energy weapon. Rather, its massive Element Zero core powered an electromagnetic field, suspending a liquid iron-uranium-tungsten alloy that shaped into armor-piercing projectiles when fired. The jet of molten metal, accelerated to a fraction of the speed of light, destroys targets by impact force and irresistible heat. Only 11 months after the battle, the Turians produced the Thanix, their own miniaturized version of Sovereign's gun. The Thanix can fire reliably every 15 seconds, rivaling a cruiser's firepower, but mountable on a fighter or frigate. Okay, dann kommen wir noch Organisationen. Da sind nämlich dann die Bloodbags und alles drin. Immediately followed, originally a small Terminus Systems Vorcha gang, the Blood Pack was transformed into a legion by visionary Krogan Battlemaster Gunnar Rang. Exiled for striking a female in anger, Rang obsessed over reclaiming his lost status. Leading the Vorcha Pack as a pirate crew, Rang cultivated recruits and infamy for a decade before incorporating his fighters as a security company across the Skillian Verge. His notoriety ensured his initial public offering for investors made him rich beyond most Krogan's dreams. Rang returned triumphantly to his clan, rallying elders, Krogan hordes, and their firepower and biotic support toward professional violence in the Terminus systems. Banned from Citadel space, the Blood Pack bribes its way through spaceports into armed conflicts across the galaxy. Priding themselves for accepting otherwise untouchable contracts, the Blood Pack rejects bodyguarding and security in favor of cases requiring minimal oversight and maximal violence. Dann als nächstes mal die Blue Suns. Founded by notorious Batarian slaver Solem Dalsera, the Blue Suns began as a Skillian Verge protection racket, providing genuine protection from slavers and pirates. Eventually captured by the system's Alliance Navy, Dalsera beat almost two dozen charges to be convicted on a single count of conspiracy. The slaver benefited from the tutelage of cellmate and brilliant con artist Bernard Legitz Ledger. Upon release 5 years later, Dalsera incorporated Blue Suns as a legal security agency. Today, the Blue Suns boast a galaxy-wide force of Batarians, Turians, humans, and Krogan. Each deployment is backed by a logistics corps, selling everything from heavy weapons to shaving cream. Despite claims that Blue Suns sells its captives as slaves, no Blue Suns employee has ever been convicted on such charges. Many Blue Suns members sport the company logo in tattoo form, removed during assignments and reapplied at mission end. Okay, dann nochmal wieder Eclipse. Brainchild of Asari Commando Jonas Sedaris, Eclipse was incorporated as a proactive security company. Influenced by Asari and Salarian military doctrine, Eclipse specializes in sabotage, assassination, and personal and organizational security. Although Citadel governments regard the corporation with suspicion, it's embraced in the Skillian Verge and Terminus systems. Early on, Sedaris sought government contracts to establish market share against the better-established Blue Suns. Her agency scored a galactic PR coup by retaking several space stations captured by the Anher People's Liberation Army and neutralizing its leaders, a victory Eclipse's marketing department never ceases trumpeting. Based on Omega Station, Eclipse controls nearly 20% of the asteroid's real estate. Its services range from mech repair to open warfare. Though assassination is reserved for meeting wider, longer-term company goals. For instance, preemptive strikes against pirates rather than murdering spouses for insurance money.
Despite numerous reports, Eclipse denies sabotaging or kidnapping business rivals. Okay, damit hätten wir den Codex wieder abgearbeitet. Wir haben, glaube ich, hier Punkte so weiter hin. Darum kümmere ich mich später. Können wir das einmal machen? Mehr Schildstärke. So, damit hätten wir alle Codex-Einträge und können zurück zur Galaxiekarte. Weil ich wollte das Aquila. Nee, wie ist denn das System? Weiß ich gar nicht. Dieses System hier noch erkunden, bevor wir dann in nächster Zeit zu Citadel gehen und dort mal die eine Mission machen. Lepini, der Wasserstoff-Methan-Gasgigant Lepini und seine Monde wurden von Weltraumsonden oberflächlich gescannt, ohne dass dabei größere Ressourcenvorkommen entdeckt worden wären. Die gesamte Galaxie hält ihn für wenig bemerkenswert. Ja, ein bisschen was haben wir ja. Probe launch. Stehe ja jetzt schon auf niedriger Sucht, ne? Proper way. Gibt zwar wahrscheinlich auch mehrere etwas größere Vorkommen. Aber die sind dann halt. Es steht halt auf niedrig, weil die nicht so tolle sind. Da ist noch ein bisschen größeres. Wir versuchen jetzt auf dem Planeten möglichst schon die ganz größeren. Ganz größeren. Die größeren Sachen zu machen. Das wäre jetzt zum Beispiel mal was Größeres. Ein Venzio könnte man mal wieder gebrauchen. Aber bisher alle Forschungen, die wir so hatten. Also ich habe jetzt bisher auch nicht alle Forschungen gemacht. Ich habe nur die, ja, die ganz nett klingen. Für mich. Für mich gemacht. Sonst eigentlich nicht viel. Da wäre noch was. Klack. Möchte das abgebaut stehen? Gut, da müssen wir hier wohl mehr verschwenden. Wie das abgebaut steht. So, jetzt aber dann. So, der Planet wäre erledigt. Der nächste Planet. Vecchio. Vecchio ist ein mittelgroßer erdähnlicher Planet mit einer dünnen heißen Atmosphäre aus Kohlendioxid und Stickstoff. Erste Untersuchungen entdecken Spuren von Iridium, aber sonst befindet sich in den Silikatwüsten, die den Großteil der Oberfläche bedecken, nur wenig von Interesse. Kürzlich entdeckte das Allianz-Forschungsschiff Kupe in den Bergen entlang des Äquators einige Reste von Gräbern, die dort gefundenen Skelette, augenscheinlich humanoid, aber unvollständig und schlecht erhalten, was die Infizierung enorm schwierig macht. In der Nähe lagern auch primitive Grabbeigaben aus Keramik. Es wird die Frage auf, wer wohl hier früher zu diesen unwirtlichen Planeten gereist sein mag, zumal es auf dem nächstgelegenen Garten bei Dvortorno kein intelligentes Leben gibt. Universitäten der Menschen planen derzeit weitere archäologische Untersuchungen. So, da haben wir wieder hoch, da gibt es viel größere Sachen. Zack. Probe launched. Zack. Probe away. Probe away. Da noch eins. Da gibt's ja schon viel, muss man echt sagen. Das war's, der Organim ist wieder was.
Bumm. Zack. Hier gibt's echt viel auf dem Planeten. Ist ja crazy. Launching Pro. Müssen wir halt mal wieder ein paar Folgen das machen. Und wenn das der Cluster, so das Cluster, der Cluster fertig ist, dann gehen wir halt auf die Citadel. Wenn da mal rumgucken, was man da so alles machen kann. Ja, was mich halt wundert, bei meinem Playthrough hatte ich relativ früh noch andere Dossiermissionen freigeschaltet. Ich weiß aber nicht, ob ich da relativ früh zur Citadel gegangen bin. Das könnte nämlich durchaus ein Grund sein, dass ich da vielleicht sehr früh zur Citadel schon gegangen bin. Und deswegen andere Dossiermissionen schon freigeschaltet hatte. So, ist ja nicht viel. Steht auf abgebaut, das ist das Wichtigste. Da ist kaufen. Na, jetzt hängt es wieder. Muss mal kurz wieder raus und rein. Manchmal hängt die Steuerung einfach kurz. Jetzt guck, jetzt geht's wieder. Aber gerade eben konnte ich wieder klicken wie blöd, aber es ging nichts. Irgendwie seltsam. Umlaufbahn anfliegen. Volturno. Volturno, eine sogenannte Supererde, beherbergt aber zwar organisches Leben, bleibt aber dennoch in nächster Zeit Zukunft unbewohnbar. Der Planet lebt gerade eine Eiszeit und der Großteil ab 30 Grad nördlicher und südlicher Breite ist gefrorenes Ödland. Deswegen das meiste organische Leben, Algen und Flechten, in Äquatorialnähe zu finden ist. Die starke Gravitation verhindert, dass intelligente Spezies außer den Elk auf dem Planeten leben können. Diese wiederum kann die Luft aber nicht atmen, da sie neben Sauerstoff tödliche Mengen Kohlendioxid enthält. Kleinere Gruppen von Watcher versuchen den Planeten illegal für sich zu beanspruchen, aber die meisten von ihnen führen wegen der extremen Gravitation des Planetens eine traurige Existenz und sterben an Stürzen und daraus resultierenden medizinischen Komplikationen. Nur durch Terraformen im großen Ziel könnte man aus Volturno eine bewohnbare Welt machen und den Elk führt es an politischen Einfluss im Citadel-Rat, um den derartiges Unterfangen ins Leben zu rufen. Da werden wir uns halt erstmal an seinen Ressourcen bedienen. Das ist doch schon mal was. Launching Pro. Eine Stelle schon mal so viel gefunden. Ne? Noch was? Ah. Da können wir noch was machen. Launching Probe. Oh, da ist noch einiges. Launching Probe. Das ist ein größeres. Steht ja immer noch auf gut, ey. So, das nächste. Oh, das ist viel. Jetzt ist er auch auf Metal gesprungen, das ist schon toll. Wir haben ja schon erlebt, wie das von Metal auf abgebaut springt. Was toll ist. Ah, oh, ja. Wenn man es mal sagt. So. Das System ist doch noch relativ groß, obwohl es sind ja nur eigentlich noch zwei Planeten. Wir sind direkt nebeneinander. Metaponto. Auf dem Wasserstoff-Helium-Gasgiganten Metaponto wurde mit Finanzmitteln der Elcor eine Helium-3-Betankstation angerichtet. Die Hoffnung ist es, ihn dadurch so interessant zu machen, dass Investoren für Terraforming gefunden werden und Volturno letztlich zu einer bewohnbaren Welt wird. Bisher allerdings ohne viel Erfolg.
Ich stehe jetzt schon auf Mühe. Okay. Away. Naja, das ist nicht das Spannendste, das habe ich schon öfters gesagt, aber naja, das gehört ja zum Spiel dazu. Genauso wie das bei Mass Effect 1 jetzt nicht immer spannend war. Das habe ich bei Mass Effect 1 noch extrem gemacht, bei meinem ersten Mal durch bin. Da bin ich ja jeder Mission, möglichst jedem Charakter ein paar nachgefragt. War zwar meistens so, ja, du, viel Spaß, gibt eigentlich nichts Neues. Aber trotzdem, es war zwar nach einer Zeit ein bisschen nervig, weil du hier jedes Mal hingegangen bist, weil ich damals ja auch nicht wusste, boah, ab wann gibt es vielleicht neue Gespräche, weil ich die Gespräche so toll fand. Oh ja, ja, das ist viel. Bam. Wow. Steht niedrig und dann ist so ein Riesenvorkommen. Zack, das noch. Oh, das ist ein Großteil. So, abgebaut. Dann holen wir uns. So, noch den letzten Planet und dann werde ich die Folge hier beenden. Ob uns jetzt schon leicht überziehe, egal. Paulino. Paulino ist ein relativ kleiner Wasserstoffhelium im Gasgigant und bleibt unerschlossen, während sein Schwesterplanet Metapronto im Zentrum des Interesses steht. Aber das war nicht immer so. Im Jahre 2180 geistern Meldungen durch das Extranet, denen zufolge auf dem Mond von Paulino rekordverdächtige Vorkommen von Element Zero gefunden worden waren. Das Ganze stellt sich als Zeichenversuch des Dunavura-Kund-Konsortiums heraus, eines Unternehmen der Elcor, das dadurch Investoren aufrütteln wollte. Nachdem eine kleine Flotte von Weltraumsonden das Gebiet abgesucht hatte, erstarb der Hype schon bald. Heute sieht der Mythos nur noch im Spam-Mail zum Extern. Ja, vielleicht ist hier doch Element Zero. Wäre toll. Würde ich mich freuen. Element Zero ist immer toll. Da stand sowas von einem der Monde, aber. Vielleicht ist der Mond ja irgendwann mal auf den Planeten gekracht. Und dadurch und das ganze Element Zero verbreitet. So ähnlich wie bei dem einen Planeten, wo dann in der Planeteninfo stand ja, dass da mal irgendwas abgestürzt ist, ein Schiff. Und dann gab es an genau einer Stelle so ein riesiges Element Zero Vorkommen. Ah, das kann man holen. Launching probe. Wow. So, abgebaut. Dann holen wir uns noch direkt mal ein bisschen Sonden. Und speichern, denn das war's jetzt auch schon wieder von der 35. Folge unseres Let's Plays zu Mass Effect 2. Wir werden es in der nächsten Folge wiedersehen. Lifemaker over and out.